Meine bezaubernde Bianca. Mein Gott im Himmel, was ein orientalisch anmutendes Ührchen, ne? Ist es auch. Und so richtig. Bitte schön, der Herr. Also ganz spannendes Teil. Ja. Wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Bianca Berling. Hallo. Der Horst Lichter oder Horst. Und ich bin auch Horst. Dann bleiben wir beim Horst. Mein Lieber, von wo kommst du? Ich komme aus Meerbusch. Ach, hör auf. Ja. Nachbar. Nachbar. Und die Uhr, um darauf zu kommen, hat meine Frau Monika vor 30 Jahren in Wiesbaden gekauft, in einem Antiquitätengeschäft, als Dekostück. Mhm. Die Uhr lief nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und ein bisschen Öl hilft immer. Ja, Öl hilft immer. Und dann habe ich sie wieder zum Laufen gebracht. Fast minutengenau. Ach, hör auf. Ehrlich? Ja. Und jetzt überleg mal, so viele Jahrzehnte gestanden. Ja. Ein bisschen Öl, ein bisschen Arbeit und Liebe und zack, dann läuft sie perfekt. Und das ist ein Zeichen der qualitätsvollen Uhrwerke damals. Ja. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Sollen wir direkt mal ein bisschen hören? Ja. Ja. Also du hast recht, wir sind definitiv im orientalischen Bereich und wir haben auch Treibarbeiten vorliegen. Ja. Und das kann ich hier vorne sehr schön zeigen, denn das Gehäuse der Uhr, das aus einem Kupfer- oder Messingblech besteht, ist umfassend von Hand dekoriert. Und wir haben hier Gravuren sowie Punzierungen. Und die sind handwerklich sehr, sehr gut gemacht und es waren nicht nur diese handwerklichen Arbeiten mit dem Stichel und vom Graveur, sondern auch von einem Maler, weil die einzelnen Vertiefungen in dem Blech, die sind alle einzeln polychrom staffiert gewesen. Das ist jetzt altersbedingt nicht mehr so gut zu sehen, aber im ursprünglichen Zustand muss die Uhr unglaublich prächtig ausgesehen haben, denn sie war zusätzlich auch noch ganz dünn feuervergoldet. Oha! Es ist ein feines Stück, das auch von der Gehäusegestaltung sehr individuell und besonders ist. Denn wir sehen hier die Architektur einer Moschee nachgebildet. Wir haben hier einen Sockel, auf dem ein großer Quader steht mit einer Figurenstaffage-Szene hier vorne schauseitig. Dann zurückspringend befindet sich ein weiterer Quader darauf und dann hier diese schöne Tambourkuppel. Mhm. Und an den Seiten haben wir jeweils eine Kartusche, die mit arabischen Schriftzeichen beschriftet ist. Und hier steht einmal auf der linken Seite Allahu Akbar, Gott Allah ist der Größte. Und auf der anderen Seite, es gibt keinen Sieger außer Gott, außer Allah. Mhm. Wie alt mag das Stück sein? Alt. Also es ist kein antikes Stück, das mehrere Jahrhunderte alt ist, aber die Uhr ist nach 1855 gefertigt worden, eventuell auch noch kurz vor 1900, aber sie hat schon ihre Jahre auf dem Buckel. Und die Datierung, die kann ich fest vornehmen, also zumindest den ersten Entstehungszeitraum 1855, weil wir hier auf der rückwärtigen Uhrwerksplatine, hier haben wir ganz klein eine Markierung. Und hier sehen wir den Hersteller, das ist der französische Hersteller Vincentin gewesen. Und im Jahre 1855 hat er eine Medaille bekommen. Und darauf war er so stolz, dass er sie als Qualitätsmerkmal immer hinten auf die Platinen hat drucken lassen. Und da ist sie drauf. Richtig, 1855, sodass wir wissen, die ist danach entstanden. Der Zustand insgesamt? Ist altersentsprechend gut. Also die polychrome Staffierung ist leider nur noch rudimentär vorhanden. Die Feuervergoldung ist leider auch abgerieben, aber das Zifferblatt hat keine Schäden. Das Uhrwerk läuft und auch so ist es wirklich eine prächtige Uhr, die toll gestellt werden kann. Ich vermute, dass sich ursprünglich hier oben auf der Tambourkuppel ein kleiner Halbmond befunden hat. Denn hier, die Stelle ist relativ scharfkantig und das würde gut zur Moschee passen. Der ist jetzt nicht mehr vorhanden, aber ist auch nicht so schlimm. Naja, kann man auch wieder restaurieren lassen. Sag mal, Lieber, was würdest du gerne haben wollen? Ja, vierstellig wäre nicht schlecht. Sollen wir mal Wunschpreis 1000 Euro sagen? Ja, und davon wollen wir. Könnte die prachtvolle Kaminuhr einen prächtigen Preis erzielen? Also 1000 Euro ist die Uhr
auf jeden Fall wert. Und wenn sie einen Liebhaber haben möchte, würde ich auch bis 1500 gehen. Ich hoffe mal, ihr habt weniger bezahlt. Das wissen wir nicht mehr. Wissen wir. Habe ich auch vergessen. Habe ich auch vergessen. Mein Lieber, dann gute Verhandlungen. Dankeschön. Viele Grüße zu Hause an die Gattin. Und da geht's rüber. Dankeschön. Ja, tschüss. Viel Spaß. Ist aber schön gemacht. Die war sogar mal farbig gefasst. Mhm. Das war alles bemalt. Hier auch. Hier sind auch noch Reste von alter Farbe. Das war eine sehr, sehr schöne Uhr. Also ist immer noch eine sehr schöne Uhr. Aber die war wirklich komplett bunt bemalt. Ich denke schon, dass die Händler den Wert sehen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, kann ich ja jetzt mit der Erfahrung, der Expertise auch ein bisschen nachhelfen. Horst ist also gewappnet. Aber findet die schön ausgearbeitete Uhr gleich zahlungswillige Fans? Hallo der Herr. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ein ganz besonderes Modell von einer Uhr. Ja, ich habe Ihnen eine antike Rarität mitgebracht. Ja. Mhm. Die einen religiösen Bezug hat, denn sie stellt eine Moschee dar. Mhm. Von wann ist die Uhr? Von der Expertise wurde gesagt, dass sie zwischen 1855 bis kurz vor 1900 hergestellt worden ist. Und die Lamellenaufhängung, die war meistens um 1880, 1890. Ja. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Uhr noch die Teile der alten Bemalung aufzeigt. Ja, man sieht in den Vertiefungen noch die Farbreste. Genau. Mhm. Ja. Ich starte mit 200 Euro. 250. 260. 300. 330. 350. 360. 400. Es ist eine schöne Arbeit. 420. 450. 460. 500. Ich finde die Thematik sehr, sehr gut. Ja, ich auch. Das ist gerade das, was diese Uhr ausmacht. Und auch der Kundenkreis, den ich da sehe, den es anspricht, könnte sehr groß sein. Deswegen, ja, 520. 550. Das sind aber schon gute Gebote, oder? Nee. Nee, noch nicht ganz. Dann frage ich mal bitte, wie hoch war die Expertise? Zwischen 1000 und 1500. Puh. Ich hätte jetzt freiwillig noch 700 angeboten. Also, ich finde sie schon gut, aber... Ich hätte auch noch 800 gesagt. Ja? Ja. 800. Da muss ich ja noch 850 sagen. Das klingt schon gut. Sehr schönes Teil. 900. 950. Ja. Ach was, ich gebe 1000. 1050. 1100. Das schaukelt sich langsam hoch. 1200. 1250. 1300. 1350. 1400. 1500. Wahnsinn. Ich hab schön, ne? Ich habe wirklich so eine Uhr noch nie gesehen. Du kannst sie bei mir anschauen dann. 1550. Das steht doch auf der Uhr drauf, oder? 1550 oder ja, was? 1855. 1855. Ja. Es steht 1855. Machen wir richtig. Das als Preis. Also jetzt hat er so gekämpft, der Fabian, jetzt höre ich auf. 1550 Euro ist gut. Wollen Sie verkaufen an den Fabian? Ich denke schon, ne? Dann machen wir's. Gut. Na, da bin ich gespannt. Schönes Öhrchen. Außergewöhnliches Öhrchen. 2, 4, 6, 8, 1000, 2, 4, 5, 50. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß damit. Dankeschön. Gutes Geschäft. Ihr Geld daher. Dankeschön. Danke für Ihren Besuch. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Eine sehr, sehr interessante Uhr. Wahnsinn. Ist schön, ja. So eine Kaminuhr mit diesen Attributen, wow. Am Anfang, als es ein bisschen langsam anlief, hatte ich so meine Zweifel. Aber das lief dann ja von selbst. Ich musste gar nicht viel mehr dazu sagen.